Haudegen, das sind die harten, zarten Rocker aus Marzahn-Hellersdorf. Jetzt haben sie ihre wilde Lebensgeschichte und ihre Freundschaft in einem Buch aufgearbeitet. Über Zusammen sind wir weniger allein reden wir jetzt mit Hagen Stoll und Sven Gillert. Herzlich willkommen, Hagen Stoll und Sven Gillert. Schön, dass Sie hier sind. Ja, guten Morgen. Freuen uns auch. Wir freuen uns. Da ist es, das Baby. Ja. Zusammen sind wir weniger allein. Warum ein Buch über Ihre Geschichte? Ist es, um den Fans Infos zu geben, oder ist es auch ein bisschen Verarbeitung der eigenen Vergangenheit? Nein, weil die Geschichte sehr bewegend ist. Wir sagen immer ganz gerne, es ist die Geschichte, die das Leben schreibt. Und die Geschichte, die unser Leben zusammengeschrieben hat, haben wir in diesen Zeilen verewigt. Und es ist unser Leben, es ist erzählenswert. Und mit dem Platz 16 der Spiegel-Bestsellerliste können wir uns schon mal kurz auf die Schulter klopfen. Auch noch mal zurückklopfen. Ja, ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Sie sind beide seit 1983 befreundet. Das ist echt lange, sind damals mit dem Floß so umhergeschippert. Wann war Ihnen beiden klar, das ist eine ganz große Freundschaft, das ist was ganz Besonderes? Als wir uns Blutsbrüderschaft geschworen haben. So ganz klassisch. Ja. Mit Einschneiden vom Finger und wir haben uns sozusagen ewige Treue geschworen. Ja. Und ab dem Moment wussten wir, das wird für immer sein. Jetzt lebt so eine Freundschaft ja auch oft von Gegensätzen. Was sind so Ihre größten Gegensätze? Also ich würde sagen, unsere größten Gegensätze sind, er ist der Chaot und ich bin der Ordentlichere. Ich muss immer alles verpacken. Ordentlicher. Er ist richtig ordentlich, der, ne? Der Ordentliche, ja, ja. Das ist der Ordentliche von uns beiden. Er packt immer alles in kleine Schächtelchen und alles muss extra verpackt sein. Und bei uns im Tourbus, wenn wir unterwegs sind, dann sieht man immer ganz gut, haben wir so eine Lounge, wo der eine Seite ist halt Hagen, die andere Seite bin Icke. Und hier drüben ist alles ganz ordentlich gefaltet und alles ordentlich. Und bei mir ist, als wäre eine Bombe hier Platz. Sind das so Sachen, die man mag oder die einen so nach so vielen Jahren zur Weißglut bringen? Nee, das ist halt was zu ihm gehört. So. Ich glaube, man findet sich früher oder später in einer guten Freundschaft, findet man sich mit all den Dingen halt auch einfach ein Stück weit ab. Ja, da kann man ja auch helfen, ne? Wenn genau. Er mal was sucht oder genau. Nee, er findet wahrscheinlich trotzdem alles. Ne? Genau, das ist ja genau das Ding. Egal wie ordentlich man etwas wegraut, auch im Chaos liegt ein Stück Ordnung. Ja. Und er findet Sachen vielleicht nicht so schnell wie ich, aber wenn er etwas sucht, dann dauert es auch nicht wirklich bedeutend länger als bei mir, sondern er hat halt seine Ordnung in dem Chaos. Schon und ich, interessant. Ja. Ich muss dann nachdenken, in welchem Schächtelchen war es jetzt. Ja. Ja. Und irgendwann kam dann nach dem Floßschippern, irgendwann fing die Musik zusammen an. Dann kam die Band Haudegen. Wie würden Sie Ihre Musik beschreiben? Ganz kurz. Familienmusik. Wir nennen unsere Musik auch Gossenpoesie. Also wir kommen aus Marzahn-Hellersdorf. Wir beschreiben sie als Musik mit Herz, mit dem Herz auf der Zunge und eben Musik, die Geschichten, die das Leben schreibt, darbietet. Und das ist unsere Musik. Die geht ans Herz und die ist für die Familie da. Korrekt. Wenn Sie zu Hause noch nichts von Haudegen gehört haben, vielleicht, dann hören wir jetzt mal in ein paar Songs rein. Wir sind ziemlich beste Freunde, so wie es schon immer war. Auf ihre ganz besondere Verbindung lassen Haudegen nichts kommen. Von Kindesbeinen an hat die beiden etwas verbunden, das eher an zwei Brüder erinnert, denn an Freunde und Geschäftspartner. Wir sind verloren. Anfangs wird das Duo belächelt, doch das ändert sich schnell. Beharrlich und mit viel Fleiß machen sich Haudegen einen Namen bei ihren Fans und geben auch zurück, etwa durch Engagement in der Jugendarbeit. Wir sind verloren. Familie, Treue, Freundschaft, das sind die Themen und das verbindet auch die Fans enger mit der Gruppe. Tattoos inklusive. Und nicht nur die Fans haben Haudegen-Tattoos, auch Hagen Stoll und Sven Gillert tragen hunderte Fannamen eingraviert auf ihre Haut. Dass sie beide tätowiert sind, ja, das ist jetzt nicht zu übersehen, aber Namen von Fans, wo sind die? Ja, also man kann ja mal hier kurz das Hosenbein hochziehen. Das sind und hier sieht man sozusagen hunderte von Namen, die wir uns tätowieren lassen haben, weil wir sagen zu unserer Gefolgschaft nicht einfach nur Fans, sondern das ist unsere Familie.
Wie kommt man darauf? Wir sind wie eine große Familie. Und wir hatten damals so eine Aktion. Schickt uns eure Kassenbelege, schreibt euren Namen drauf und wir lassen uns die tätowieren. Da kamen aber Tausende und Abertausende. So viel Platz war ja nicht. Aber wenn du fragst, wie man hier raufkommt, im Moment kommt man da eigentlich nur rauf, indem du zum Beispiel am 27.08. Samstag? Diesen Samstag haben wir in der Kulturbrauerei ein großes Open-Air-Konzert. Da würde ich dir die Tätowiermaschine in der Hand geben. Dann dürftest du dir hier ein Plätzchen aussuchen und dann darfst du dich hier gerne verewigen bei mir. Ich bin Samstag in Berlin. Ja, ist ein Deal. Machen wir. Gut. Egal wie meine Schrift aussieht. Egal wie das aussieht. Gut, jetzt ist es gebombt. Wie sind Folge zu Hause? Sie haben ja am Anfang eine ganz lustige Art gehabt, um zu gucken, wie Ihre Musik ankommt. Ja. Wie, erklären Sie das mal kurz. Die haben wir auch immer noch. Wir testen gerne unsere Songs auf den Straßen von Berlin, auch gerne auf den Straßen von Marzahn und Hellersdorf. Lichtenberg ist auch ab und an mal dran. Wie genau? Wir fahren einfach, wenn wir im Studio einen Song aufgenommen haben, nehmen wir den mit ins Auto, machen volle Lautstärke an im Auto und halten halt an Ampeln. Wenn rot ist, halten wir an Ampeln und gucken uns einfach um und schauen uns um, wie die Reaktion an den Ampeln stattfindet. Und dann wird entschieden, ist gut oder nicht gut? Ja, genau. Dann wird entschieden, okay, kommt an, wird verstanden. Und, aber die meisten Menschen lachen. In erster Linie, wenn Jungs wie wir an eine rote Ampel ranfahren. Aber es ist ein kleiner Indikator wenigstens. Genau, aber es ist für uns unsere ganz eigene Marktforschung, könnte man fast sagen. Und das Lächeln bestätigt uns auch, dass wir dann auf dem richtigen Weg sind. Aber es gab auch schon Songs, können wir auf dem nächsten Nähkästchen so machen, wo wir gemerkt haben, ach, okay, das war jetzt nicht. Weg damit. Genau. Auf die nächste Runde. Sie leben ein wirklich gut bürgerliches Leben jetzt, machen aber auch wirklich kein Geheimnis aus der Vergangenheit, als alles Mögliche gearbeitet, Türsteher, es gab viele Schlägereien. Gibt es irgendwas, was Sie im Nachhinein bereuen, wo Sie sagen, das... Also ich kann für meine Person sagen, dass ich in meinem Leben überhaupt ja nichts bereue. Weil ich sag mal, na klar haben wir auch Fehler gemacht. Jeder für sich selbst wird für sich selbst sagen können, dass er auch Fehler in seinem Leben gemacht hat. Aber wir glauben, dass Fehler auch dazugehören, um zu lernen und zu dem zu werden, was man heutzutage ist, nämlich ein ganzes Stück weiser. Dem schließe ich mich wortlos an. Wortlos, das ist Freundschaft. Das ist Freundschaft. Jetzt haben wir in diesem Buch, wird vor allem Ihre Geschichte, Ihre Kindheitsgeschichte aufgearbeitet. War das schwer, da wieder einzutauchen? Ja, war schon schwer. Also, ich meine, Hagen hatte mir das ja prophezeit, dass es nicht einfach ist, in seiner Vergangenheit rumzuwühlen. Und wollen wir mal was hören? Ja, gerne. Lesen Sie uns gerne mal was vor. Ich kann natürlich mal ein Stückchen was vorlesen. Also, geht vor allem um den Opa? Genau, geht es um meinen Großvater, der in meinem Leben wirklich eine große Rolle einnimmt und doch immer noch einnimmt, der für mich eigentlich der Held ist. Ja? Also mein Großvater ist ein großer Mann. Man darf sich meinen Großvater nicht wie einen Großvater vorstellen. Der hatte zu Hause das letzte Wort. Der regierte mit harter Hand. Wenn man Glück hatte, schlug er mit dieser Hand nur auf den Tisch. In seinen guten Jahren, und damals war er in seinen besten Jahren, war dieser Mann knapp 2 Meter groß, wog 140 Kilo und hatte Oberarme wie ein Steinsetzer. Ja, geht gerade auf meine. Dazu Riesenpfoten und ein kantiges Gesicht. Seine Handflächen, aber auch seine Finger waren mit einer dicken Schicht harter Hornhaut überzogen. Und wenn deine Hand zur Begrüßung in seiner verschwand, hast du um deine Hand gefürchtet. Er liebte seine Familie, aber verträglich war er nur so lange, wie jeder nach seiner Regel spielte. Wer sich nicht daran hielt, bekam diese Hände zu spüren. Und jetzt fährst du mal meine Hand an. Und Wo das herkommt. Genau. Ich bin mein Großvater jetzt? Tatsächlich. Bitte? Den gibt's noch, den Opa. Ne? Mein Großvater gibt's noch. Ich bin ihm auch tatsächlich dankbar. Er hat, wie gesagt, mit harter Hand regiert zu Hause. Aber der hat aus mir tatsächlich einen richtigen Mann gemacht. Und für mich ist es so, dass wenn ich jemandem mein Wort gebe, dann halte ich es zu 100% ein. Und egal, wie schwer das für mich dann ist oder wie schwer das mir fällt, dieses Wort zu halten, ich werde es aber halten. Und das war eine der Grundregeln, die er mir mit auf den Weg gegeben hat. Und einer unserer größten Songs heißt Einmal ein Wort. Mhm. Und steht an meinem Hals tätowiert. Das ist einer unserer Grundregeln. Geben Sie es jetzt auch an Ihre Kinder weiter, genauso? Ja, klar. Ja, selbstverständlich. Also wir versuchen natürlich
unseren Kindern das Leben, was wir erfahren durften bis hierher, natürlich denen etwas auch mit auf den Weg zu geben. Und das ist auch in des Vaters Pflicht natürlich, nicht nur von den Sonnenseiten zu erzählen, sondern auch von den Schattenseiten zu berichten. Und wir waren gerade bei Reue oder Bereuen. Und wenn man halt sagen kann, dass man nichts bereut und das Glück desto mehr genießen kann in diesen Zeiten, auch als Vater, kann man das eben auch weitergeben an die Kinder. Wir sind beide Väter von zwei wunderbaren Kindern. Und ja, es macht halt einfach auch Freude mit der Erfahrung. Und wir haben eine Menge erfahren in unserem Leben, die Erfahrung halt auch weiterzugeben. Ein wunderbares Schlusswort. Ja. Wunderbar. Das Buch unbedingt lesen, es ist sehr persönlich, es ist wirklich toll. Geht und unter die Haut, wir sehen uns am Samstag. Ich freue mich. Vielen Dank, Haudegen. Ein Mann, ein Wort. Eine Frau, ein Wort. Genau.